Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zum Hardware-Video der Aufsätze für den, von Bionic, für den PlayStation 4 Controller. Also hier ist die Verpackung. Die wollen wir jetzt anbauen. Dafür müssen wir jetzt erstmal gucken, was R und was L ist. Jetzt haben wir hier zweimal L2. Und zweimal R2. So. Weil hier vorne, also hinten, ja, das Licht ist jetzt ein bisschen doof, aber da könnt ihr das so ein bisschen erkennen. Da ist das Bionic-Logo und da steht L2 oder R2 und da müsst ihr aufpassen. Und hier innen drin, seht ihr das? Da haben wir das Viereck, wo wir das reinkleben sollen. Ich habe mir jetzt meinen PS4-Controller geholt. Und wir gehen jetzt einfach mal genau nach Anleitung vor. Also F1 ist, wir sollen die mitgelieferten Aufkleber, die mit bei sind, in dieses Ding reinkleben. Die sind hier. Die sollen wir da reinkleben. Und wir sollen auf L und auf R2 achten. L2 soll zu L2 und R2 zu R2. Habe ich mir schon fast gedacht. So, fangen wir mal mit R2 an. Wir legen uns das mal hier hin. Wir nehmen jetzt hier einfach mal so ein Teil. Machen das ab. Und das für kleine, dicke Hände, Finger ist das nichts. So. Relativ das getroffen, wo es hin soll. Jetzt müssen wir das halt bei dem anderen auch noch machen. Es sind auch ausreichend, wenn ihr euch mal verklebt oder so. Es sind ausreichend von diesen Aufklebern mit bei. 16 Stück, um genau zu sein. So, jetzt haben wir das nächste aufgeklebt. Jetzt sind wir hier fertig. So, dann drehen wir uns mal den Controller um. Hier ist R2, der soll hierher. Das ist L2, der soll dahin. Haben wir gemacht. Also hier steht es auch so drin, dass wir das kontrollieren sollen. Und das haben wir jetzt gemacht. FIG 3, also hier steht wirklich FIG, FIG 3. Also nicht FIG, sondern FIG. FIG mit G. So. Achso, ich habe vergessen, die Klebeteile sollen wir auch noch, ist im ersten Bild erklärt. Wir sollen jetzt die Klebeteile, hier die roten, das rote Plaster, was da drauf ist, das sollen wir jetzt abmachen. Ich muss mir dafür mein Messer nehmen, dass ich mir das hier ein bisschen hochbiegen kann. Hier haben wir das. Und dann haben wir nur noch das Klebeteil. So. Hier muss ich es mir auch noch ein Stück hochholen. Ich habe es zu nah unten rangeklebt und deswegen muss ich es mit dem Messer so ein bisschen die kleine Lasche nach oben machen, dass ich abziehen kann. Und jetzt haben wir es hier auch drauf. So, und wir sollen von hinten ran nach vorne raufklicken. Okay, fangen wir bei L2 an. Ich kontrolliere nochmal sicherheitshalber. Das ist jetzt ein R2. Genau, wir haben R2, da fangen wir an. Wir sollen von hinten rauf und nach vorne. So, und hier auch. Von hinten, ich zeige euch das mal von nahen, hinten ransetzen und dann rastet das so ein und dann kann man das klicken und dann ist es drauf. Haben wir gemacht. Und dann können wir es schon benutzen. Steht hier.
Und das sieht dann halt so aus, dass wir dann praktisch die hinteren verlängert haben. Also R2 und L2. Und dadurch haben wir hier jetzt hinten, nicht jetzt wie jetzt beim normalen, haben wir jetzt hier so ein kleines Ding, wo wir hier mit dem Finger raufklicken. Und beim Shooter haben wir dann halt hier mehr Angriff. Weil wir haben jetzt hier unten, die Wölbung ist jetzt länger. Ja, die. Im Gegensatz zum Originalen. Ja, und wir haben schön lang. Und na, ich bin mal gespannt. Der ist jetzt leer, ich muss den erstmal wieder laden. Ich habe vergessen, meine Controller zu laden. Aber so, die Haptik fühlt sich schon mal sehr gut an. Also jetzt vom... Oh, jetzt geht es ja schon ab hier. Gut, das war vielleicht ein bisschen viel Ansprachung. Der muss erstmal fest werden. So, dann drücken wir den mal rein und so drauf, um das Klebezeug richtig festzumachen. So, und die lasse ich jetzt erstmal sich verbinden sozusagen. Lade meinen Controller. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns dann später wieder, wenn ich den jetzt eine Weile getestet habe. Ich denke mal, deswegen sind auch so viele Klebeteile mit bei, weil die nicht gleich perfekt kleben, denke ich mal. Ich werde die jetzt auch ordentlich hier wieder wegpacken. In die Verpackung rein. Die Anleitung auch wieder rein, damit die Klebeteile nicht rausfallen. Die sind da unten drin. So. Und die anderen beiden, die auf Reserve sind, die klicke ich jetzt hier wieder rein. Mach das Häubchen drüber und mach es wieder in die Verpackung. Weil so kann nichts wegkommen. Die Klebedinger können nicht wegkommen. Die Ersatznippel, falls mir halt einer abfällt oder so, habe ich dann auch halt Ersatz. Weil wenn man wirklich am Zocken ist und klick, 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 klick und beim Shooter dann auf einmal plupp, fällt es runter und dann unter der Couch, ehe man das wiedergefunden hat. Und falls man es überhaupt wiederfindet, wenn die Katzen dran sind, dann ist es irgendwo anders, aber nicht da, wo es runtergefallen ist, hat man dann halt noch auf Reserve. Das werde ich jetzt erstmal testen. Ja, dann würde ich mich jetzt hier erstmal verabschieden, wenn es euch gefallen hat. Däumchen wäre Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, also den Link dazu packe ich euch in die Videobeschreibung. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ahoi, seid euer Odin.